Ich habe mich um das Wasser gekümmert. Alles lief glatt. Bei Ihnen alles in Ordnung? Nein. Der Zündschlüssel für den Kristall. Ich kann ihn nirgends finden. Ohne ihn können wir nicht starten. Mal sehen. Los, denken Sie nach. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Herr im Himmel, jetzt weiß ich es. Vor 20 Jahren, als ich ohne die Automaten aus Baranur zurückkam, haben mir alle ziemlich hart zugesetzt. Kapitän, ich verstehe nicht, worauf Sie... Also verbrachte ich die ganze Nacht im Gasthaus. Sie hätten mich sehen sollen, als ich auf die Brücke der Kristall zurückkam und... Und? Und ich warf den Zündschlüssel der Kristall ins Wasser. Ich schwor, dass ich die verfluchten Gewässer des Sees nie wieder befahren würde. Also ist der Zündschlüssel für immer verloren? Ja. Ja. Ich fürchte schon. Tut mir leid, Kate, aber wir stecken fest. Schon wieder habe ich alles gründlich vermasselt. Schon wieder. Es muss einen Zweitschlüssel geben. Ich weiß nicht. Als Steiner die Kristall fertig gebaut hatte, gab er mir jedenfalls nur einen. In Simon Steiners Werkstatt habe ich ein Modell der Kristall gesehen. Er hat das Schiff konstruiert? Ja, natürlich. Dann muss er uns helfen können. Vielleicht. Wer weiß? Seien Sie nicht zu hart mit sich selbst, Kapitän. Ich finde eine Lösung. Wenn Sie das sagen. Kate, wie laufen die Vorbereitungen mit dem Kapitän? Wir kommen voran, aber wir brauchen die Hilfe Ihres Großvaters. Ist er hier? Er ist gerade mit dem künstlichen Bein für Kirk zur Klinik aufgebrochen. Ich passe so lange auf den Laden auf. Vielleicht kann ich helfen? Also, wir brauchen einen zweiten Zündschlüssel für die Kristall. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wo einer sein könnte. Außer dem Modell unten bewahrt er nicht viele Souvenirs aus der Zeit auf, als er die Kristall baute. Dürfte ich vielleicht mal nachsehen? Natürlich. Hier nehmen Sie das. Damit können Sie das Modell aus der Nähe ansehen. Thank you.
Thank you.
Toll! Ein Zündschlüssel. Aber er ist viel zu klein für die Kristall.
Fantastisch, Kate. Das muss man ihnen lassen. Sie sind wirklich gewieft. Ich höre, Junge, da. Dieser Schlüssel war nicht leicht zu besorgen, Kapitän. Also bitte, keine Dummheiten mehr. Immer das gleiche Lied. Könnten wir jetzt über was anderes reden, bitte? Sie haben recht. Ist alles betriebsbereit, Kapitän? Ein letztes Problem müssen wir noch lösen. Die Schleusen, durch die wir zum See gelangen, sie sind per Beschluss des Rathauses geschlossen. Sie müssen einen Weg finden, sie aufzukriegen. Was schlagen Sie vor? Das Beste ist es, Bürgermeister Buljakin um die Erlaubnis zu bitten, sie wieder zu öffnen. Aber nur, dass Sie es wissen. Er ist so schwer zu packen wie ein nasser Fisch, also Vorsicht. Oder Sie besorgen einfach etwas Sprengstoff und dann... Bumm. Dann versuche ich lieber mit dem Bürgermeister zu sprechen. Danke. Meine lieben Freunde, bitte, bitte, bleiben Sie ruhig, ich bitte Sie. Wir beruhigen uns, wenn wir bekommen, was wir wollen. Ja, Nomaden raus! Meißen Sie die Yukon sofort raus, oder der Streik wird verschärft. Bürgermeister? Ja? Was ist denn jetzt? Entschuldigung, Herr Bürgermeister. Bitte verzeihen Sie die Störung, so ganz ohne Termin und alles. Zunächst möchte ich Ihnen danken, dass Sie mir Ihre Zeit schenken. Ich weiß, wie knapp bemessen die für Sie ist. Es sei Ihnen verziehen, meine Liebe. Was kann ich für Sie tun? Könnten Sie sich vorstellen, die Schleusen des Hafens wieder zu öffnen? Wie bitte? Sagten Sie die Schleusen? Wozu um alles in der Welt? Ich begleite den Stamm der Yukol auf ihrer langen Reise, Herr Bürgermeister.
Ich bat Kapitän Obo, uns mit der Kristall über den See nach Nahodotsk zu bringen. Kapitän Obo, die Kristall, die Yukol, fahren Sie fort. Nun ja, es wäre sehr undankbar von mir, Sie dafür zu kritisieren, dass Sie unsere gute Stadt von dieser Bürde befreien. Trotzdem fürchte ich, dass ich Ihre Bitte ablehnen muss, meine Liebe. Die Schleusen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Diese Entscheidung kommt von ganz oben, das verstehen Sie doch, oder? Ich weiß, dass Sie und die Leute hier es nur zu gern sehen, wenn die Yukol die Region verließen. Und das werden Sie, wenn Sie die Schleusen öffnen lassen. Also zögern Sie nicht, Herr Bürgermeister. Hören Sie auf das Volk und lassen Sie die Kristall fahren. Für wen halten Sie sich eigentlich? Ich befolge nur Befehle und überhaupt kein Ausländer und noch dazu eine Amerikanerin kommandiert mich in meiner Stadt herum. Sie sind der Bürgermeister. Und nur Sie können entscheiden, was für Walsumbo richtig oder falsch ist. Warum setzen Sie sich nicht ein für alle Mal durch, indem Sie eine der Schleusen öffnen? Das könnte ich, natürlich. Aber die Lage ist kompliziert, verstehen Sie? Wenn Sie dieses Problem lösen können, werden Sie der Held Ihrer Wähler sein. Die ganze Bevölkerung von Walsumbur wird Sie unerschütterlich unterstützen und Ihre Vorgesetzten werden nichts dagegen tun können. Nun, ich muss zugeben, meine Liebe, dass Ihre Argumente mich überzeugen. Ich genehmige die Öffnung der Schleusen, damit die Kristall hindurch kann. Sie müssen jedoch wissen, dass es ein technisches Problem gibt. Deshalb müssen die Schleusen von Hand geöffnet werden. Ich nehme an, diese Unannehmlichkeit wird eine so entschlossene und einfallsreiche junge Dame wie Sie nicht abhalten. Sie meinen... Ja, da der Techniker nicht da ist, müssen Sie selbst ins schlammige Hafenwasser tauchen, um die Schleusen zu öffnen. Das sollte Ihnen allerdings helfen, den Unterwassermechanismus zu betätigen. Wie soll ich denn da runtertauchen? Das, meine Liebe, ist Ihr Problem, will ich meinen. Einen wunderschönen Tag noch.
Und? Der Bürgermeister hat uns erlaubt, die Schleusen zu öffnen. Aber wir müssen es von Hand tun. Unter Wasser im Hafen. Da kann ich vielleicht helfen. Im Schuppen am Ende der Ufermauer sollten Sie eine alte Taucherausrüstung finden. Ich bin noch nie getaucht. Aber wenn Sie glauben, das geht, dann versuche ich es eben. Das muss unter uns bleiben, Kate. Es gibt etwas, das Sie wissen müssen. Die Schleusen sind auch dazu da, das Monster des Sees vom Hafen fernzuhalten. Jedenfalls habe ich das gehört. Aber zu dieser Tageszeit ist es ungefährlich. Das Monster schläft den ganzen Tag. Wo finde ich einen Taucheranzug? Treffen Sie mich im Schuppen am Ende der Ufermauer. Da sollte sich etwas in Ihrer Größe finden. Oder annähernd. Glauben Sie an das Seemonster? Wissen Sie, vor 20 Jahren war es nicht Baranur, das mir Angst machte. Nicht die Toten, die Strahlung. Das sagen die Leute, aber tatsächlich war es das verdammte Monster, das mich verscheuchte, wie ein Hai einen Sardinenschwarm. Es lauerte vor Baranur, wahrscheinlich angezogen vom Gestank der Gräber. Ich sah, wie seine roten Augen mich anstarrten, Frau Walker. So etwas vergisst man nie wieder. Wenn ich unter Wasser bin, wie öffne ich dann die Schleusen? Sie werden von Stahlsperren gehalten. Lösen Sie die einfach mit Hilfe des Mechanismus. Na gut, klingt kinderleicht. Treffen Sie mich im Schuppen am Ende der Ufermauer.